Donny lebte in Saus und Braus. Bis. Hallöle, ich sitze gerade im Whirlpool, warte. Also was hat das Finanzamt gesagt? 3 Jahre Gefängnis. Sie haben seit 18 Jahren keine Steuern bezahlt, Donny. Ich habe aber keine 43 Riesen. Nun ist seine letzte Chance auf Geld. Ich schnall ab, das ist mein Sohn. Er ist mit 18 ausgezogen, seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er ist einer der jüngsten Hedgefondsmanager der Finanzwelt. Wieder Kontakt mit seinem einzigen Sohn aufzunehmen. Todd, dein alter Herr ist da. Was läuft, hä? Donny, was? Was machst du denn hier? Ich verpasse doch nicht die Hochzeit meines Sohnes. Du warst ungefähr der schlechteste Vater der Welt. Ich war der Hammer. Du hast mir jeden Tag Kuchen und Lutscher zum Frühstück gegeben. Na, das wolltest du doch haben. Du hättest Nein sagen müssen. Gib mir noch eine Chance. Lern mich ein bisschen kennen. Viel Spaß beim Junggesellenabschied. Wuhu, alte Scheißhaus. Ja, der Junge hat nur noch eine Nacht zum Mondpimpern. Was ist denn das für eine Pisse? Das ist Wasser angereichert mit Gurke, Rosenblättern und frischem Sandelholz. Das schmeckt wie Rosettchen angereichert mit Schamhaardressing. Das kann ich nicht als Junggesellenabschied für meinen Sohn durchgehen lassen. Seitdem du hier aufgetaucht bist, benimmt sich Todd wie ein anderer Mensch. Alter, du musst mal deinen Mann stehen. Das ist mein Junge! Vergiss nicht, am Dienstag marschierst du ins Gefängnis. Du musst das Geld ranschaffen. Ich versuche jetzt gerade mal ein richtiger Vater zu sein. Ich kann doch nicht mal Fahrrad fahren. Ich verspreche dir, ich lasse dich nie wieder im Stich. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Du wirst allein. Ich kann es. Ja, Junge. Oh.